Kim und Anne wollen sich gegen Oliver und Jan wehren, doch irgendwie gelingt es den beiden nicht, denn die Fans glauben ihnen nicht sofort. Für Oliver Pocher ist das ein gefundenes Fressen, denn er veröffentlicht ein Video, was 30 Minuten lang ist. In diesem Video möchte er die komplette Wahrheit aufdecken. Haben Anne und Kim etwa gelogen? Und wer ist eigentlich die Freundin von Anne? All diese Fragen beantwortet der Entertainer und hat sogar alte Videos von Kim entdeckt. So will er sie nun bloßstellen. Das ist der dritte Teil von Pochers Show und somit auch der letzte. Hier habt ihr die komplette Geschichte. Das war Mobbing. Das haben wir genau gesehen. Das war das beste Beispiel von Mobbing. Was ich mache, ist kein Mobbing. Ich weise auf ein paar Sachen hin, mache mich ein bisschen drüber lustig und das war's. Und ich bin nicht verantwortlich für Spinner da draußen, die irgendwelche Leute beschimpfen, damit wir das... Aber diese Kim, da haben mir dann ja auch Leute geschrieben, sag mal, diese Kim, die kommt mir so bekannt vor aus Berlin, die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Und dann gibt es zum Beispiel dieses Video hier. Das ist aber ganz schön viel Geld. Wow. Wie viel wird das wohl sein? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sag es mir, du das geiles Ding. Dass irgendeine andere Money Dome in ihrem kompletten Leben melkt? Money Dome? Melken? Wenn überhaupt. Ja. Oh, Stinkefinger. Es gibt Money Domes. Money Domes? Und es gibt mich. What the fuck? Okay, Money Dome, Money Dome, Money Dome. Was ist denn Money Dome? Ich kannte noch The Domes, habe ich mal moderiert bei RTL 2. Ist das was anderes etwa? Ja, denn diese junge Kim, die ist in Berlin auch bekannt als Laura Fatale. What? Hat sogar eine eigene Twitter-Seite. Was? Laura Fatale hat eine Twitter-Seite? Da muss man nur einmal kurz recherchieren und findet das alles raus. Ja, und wir haben ja eben kein Gesicht gesehen. Vielleicht zeigst du dich doch mal in deinem Arbeitsoutfit mit Gesicht. Loser-Porn zu drehen, ha? Huh? Loser-Porn? Kleinen Wichser. So kannst du noch abhängiger werden, ha? Huh? Ja, ja, dein okay. Kopfkino befriedigen. Will ich, will ich, will ich. Jetzt so sehen. Einen nach dem anderen melke. Oh, schon wieder melken. Auch irgendwann dabei sein. Oh, geil. Mit den ganzen 200-Euro-Scheinen. Und immer abhängiger. Wo kann ich das sehen? Wo kann ich das sehen? www.laurafatale.com. Da kann ich das sehen. Money Dome Directory. Ach, da auch noch. Die Hobby Clips for Sale. Bald auch I Want Clips. Oh, das sind aber einige Seiten, die kann ich mir gar nicht... Mein Suchtstoff. Entschuldigung, ich habe gerade einen Ständer. Ich konnte mir so schnell nicht alle Seiten aufschreiben. Aber ich habe es natürlich danach alles recherchiert. Du hast ja so schön die Seiten aufgezählt. Und dann sehe ich dich hier nochmal. Super cooles Outfit, muss ich sagen. Sympathisch geworden. Das ist dann so nochmal so ein paar mehr Bilder, eine größere Bilderserie. Das finde ich dann auch schon ganz gut. Auch von den Lackstiefeln ist, glaube ich, die neue Kollektion. Und hier bist du also, Laura Fatale. Auf was stehst du denn so? Also hier ist alles drauf, abgebildet. Geschlecht weiblich, Beziehung keine Angabe. Stadt Berlin, blond, blau, 175 cm groß. Dominant, ja. Switcher, nein. Also eine Steckdose kriegt man das wahrscheinlich nicht. Kack. Olding, Kackholding. Also da wird der Schwanz wohl alt drin. Ja, Sadist, ja. Masochist, nein. Fußfetischist, ja. Fuß- und Schuhfetischist, da. Toilettenerziehung, vielleicht. Alles ganz gut, würde ich gerne mal meine Kinder vorbeischicken, weil wenn die nicht auf die Toilette gehen, dann kannst du das ja auch machen. Realtreffen, ja. Ach, da kann man sich auch mal selber treffen. Schuldscheine, ja. Schickt mal Michael Wendler und Boris Becker vorbei. Blackmail. Blackmail, das ist so, wenn man Leute irgendwie anzeigt, auch ja. Gebrauchsgegenstände, ja. Das ist ganz gut, wenn man mal nichts hat, irgendwie, ach, wo ist der Staubsauger? Da ist er ja. Dann Toys, ja. Schatz, wo sind denn die Spielzeuge? Ach, da ist ja die Switch. Und Keuschheitsversklavung, ja. Mhm. Du hast ja gesagt, das ist schon ein bisschen länger her. Och, das steht ja hier. Was soll ich sagen? Es geht doch nicht ganz ohne. Hier bin ich also wieder. Und das erst Anfang des Jahres, 2020. Hä? Das war ja gerade erst. Ach, wie geht's denn hier nochmal weiter? Infos zu meiner Person. Hier hast du nochmal einen kleinen Steckbrief. Möchte ich ja kennenlernen. Wie bist du eigentlich so, Kim? Was ich mag. Den Herbst, die Natur und ihre Schönheit, Gespräche mit Inhalt. Führen wir ja gerade. MCM, gutes Essen, das Leben, deine Verehrung. Was ich nicht mag, vieles. Ich bin interessiert an, steht wirklich hier, Objekt mit finanzieller Potenz. Oh Gott, das schreibst du sogar noch in deinen Steckbrief rein. Fantastisch. Und dann habe ich mir mal diese Videos von dir angeguckt. Die sind ja fantastisch. Hier sind sie, die Videos. Fixi, denk an mich und meine Füße.
Dein Komplettruin. Die ungeschönte Wahrheit über dich, das bist du, wenn ich mit dir fertig bin. Kleiner Pimmel, ganz groß kommt er raus. Du möchtest abschalten? Inhale. Und tap in meine Blackmail-Falle. Was? Tap in meine Blackmail-Falle? Das ist also, wenn man Leute so irgendwie droht mit Sachen, die man macht, ne? Sag mal, was hat denn diese Kim Zawel der Amira geschrieben, als die miteinander kommuniziert haben? Warte ganz kurz, ich sage es euch. Du hast mir die Frage nicht beantwortet, weil es geht dann nämlich um so ein paar Videos, die sie machen möchte. Und zwar wollte sie wissen, Amira dann auch, wann habe ich an der Stange getanzt? Das würde mich mal interessieren. Ich schicke dir das Video nachher. Möchtest du auch das, wo sich dein Mann eine Line zieht? Das bin ich. Ich ziehe mir eine Line. Auch gerne. Übertreib es nicht. Ich werde heute auf meinem Grundstück schwer getroffen. Meine Kinder haben alles mitbekommen, was du meinst. Wen es mehr treffen wird, wenn er meine Vergangenheit auspackt. Denk nach. Und so. Und dann haben wir gesagt, hier, du kannst es, kannst meine Frage nicht beantworten. Von dir existieren auch Videos beim Koksen. Wie verrückt, dass Olli Pocher am Ende Christoph Daum gemacht hat. Beigeschmack. Kommt von euch kein Video von eurem Clan. Kommt auch keins von mir. Wow, ich habe ja einen richtigen Clan. Die stehen alle hinter mir gerade. Was für ein Clan ist das denn? Also, ich verstehe das nicht so ganz. Warum es diesen Clan gibt. Und jetzt gucke ich mir nochmal diesen Brief von dir ganz genau an. Da gibt es doch dieses hier. Lass es Pocher, ne? Ist ja so eine ganz geile Geschichte. Nachdem diese Konversation stattgefunden hat, 5 Stunden später passiert genau das mit deinem Auto. Und hä? Eine Woche vorher hast du fast mit den identischen Schriftzügen so einen Instagram-Post gemacht? Sag mal, du musst dich aber auskennen mit Blackmail. Da gibt es auch professionelle Videos drüber. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das glaube ich ja gar nicht. Und jetzt die Frage nochmal, um mit Anne das Ganze abzurunden. Sag mal, Anne, hast du eigentlich schon mal so ein Porno gesehen? Letzte Frage. Hast du schon mal Pornos geguckt? Ist leider nicht mein Ding. Ich glaube, wir Frauen haben grundsätzlich, also nicht alle Frauen, aber ich glaube, wir Frauen haben grundsätzlich ein Problem mit Pornos. Ja, keine Ahnung. Mich, das ist auch nicht, das ist nicht das... Nee, das ist nicht so mein Ding, ja. Gut, das war eure... Ist nicht so dein Ding? Echt nicht? Ich fand das hier ganz gut, das Video von dir, ehrlich gesagt. Gute Musik? Das bist du doch, oder? Keine Angst, es ist FSK 12. Jetzt gehst du vor den Spiegel und was machst du? Geiler Schnitt. Du ziehst dein Oberteil aus. Ab das kann ich leider nicht mehr zeigen, weil dann wäre es für Instagram sperrbar. Ich mache aber nochmal für euch die Handlung von diesem kleinen Video. Dir hängt dann so die Titte so ein bisschen raus aus dem Hemd. Das merkst du aber 15 Minuten gar nicht. Und du machst dann ganz coole Sachen, weil du gehst vorher noch ein Grillhähnchen essen. Hier, da bist du da irgendwie dann da hinten und die Jungs reagieren dann ganz komisch auf dich. Dann bist du einkaufen gewesen, hast dich komplett dabei filmen lassen. Nochmal Applaus für die ganzen Verkäuferinnen, dass sie das jeden Tag machen. Und dann hast du auf der Parkbank gesessen, wie die Titte dir so raushängt. Geiles Video, 15 Minuten, wirklich gut. Und dann hast du dich auch vor diese, wie heißen diese Kameras, die vorne dran sind? Ach, Webcam, warte, ich zeig kurz die beiden Bilder, die ganz normal veröffentlicht werden können. Super Teddy hast du da zwischen den Beinen. Und jetzt aber nochmal Laura Fatale in Action. Weil Laura, ich habe so einen Teil deines Autos, habe ich ja irgendwie mitbezahlt. Wir haben uns wirklich 2 Videos von dir gekauft. Wir wollten gerne wissen, was bei dir so passiert. Und Anne, du hast ja noch nie ein Porno gesehen. Jetzt geht's los in der Instagram-Version ab 12. Laura Fatale, Miss Laura, fixiert und durchgefickt. Ich zeige euch alle Sachen, die ich auf Instagram zeigen kann. Los geht's. Da liegt aber einer in Zellophan. Fand er wohl nicht so gut an den Nippeln, wie du da drum geknispelt hast. Naja, egal. Und Laura, hat dich das Video ein bisschen scharf gemacht oder wie fandst du das? Ja, war sehr sexy. Aber? Sehr sexy und sehr trocken. Das fand ich auch, weil er auch ins Zellophan lag. Ach, Leute. Amira, hol schon mal die Stange raus und leg eine fette Line für mich. Weil das lief ja heute wieder ganz gut. Sag mal, kann mich mal einer für mich klatschen hier? Dankeschön. Und gleich tanze ich in den Mai mit Ilka Bessin. Freut euch drauf, im Fernsehen, ihr Influencer, mit Werbung. Wie findet ihr eigentlich diesen Streit? Und seid ihr eher Team Kim und Anne oder Team Olli und Jan? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen.